Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist ja mein erster Vlog, also eigentlich muss ich ja sagen, heute ist mein erster Vlog, ja. Und ja, heute werde ich euch mal so mitnehmen. Ich habe gerade eben geduscht, also so sieht man, ja, Haare sind noch nass. Und jetzt werde ich gleich mich fertig machen und Zähne putzen etc. Und werde euch dann mal ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was ich so mache. Also viel Spaß! Ich muss mir jetzt gleich meinen Scheitel wieder neu machen, weil ich mache mir einen Zopf mit einer Klammer jetzt. Aber ich muss erstmal fertig föhnen, weil ich bin noch nicht ganz fertig mit Föhnen. Oh, Hilfe. Ah, so passt auch perfekt. So. Oh, Hilfe. Ja. Und ich gehe dann auch zu den Pferdis. Und ja, also ich sehe jetzt so aus, weil ich werde heute vielleicht auch reiten, ich weiß es nicht. Falls ich reite, kriegt ihr natürlich auch Shots, also so vom Reiten. Da werde ich auf jeden Fall auch filmen. Und vielleicht kommt auch ein Shot dazu. Also ja. Jetzt gerade ist es, ich habe gerade keine Uhr hier, wartet, 14.39 Uhr und heute Abend bin ich auf einer Feier in unserem Dorf, weil wir haben ein Hotel im Dorf, so ein riesiges Luxushotel, und da ist heute eine Weihnachtsfeier und da gehen wir heute Abend hin, das heißt, vielleicht werde ich da auch ein bisschen filmen. Kommt drauf an, ob ich darf. Hier die Seite muss ich noch ein bisschen füllen. Aber da werde ich, wenn ich darf, auf jeden Fall was filmen. Also ich habe jetzt ein bisschen die Kamera anders hingestellt. Ich sehe gerade so aus. Und ja, jetzt kämme ich die nochmal durch. Und dann mache ich mir den Zopf. Also beziehungsweise mache mir erstmal eine Creme drauf jetzt dann und dann mache ich mir meinen Zopf. Dann muss ich aber noch meine Hausaufgaben machen. Da filme ich auch ein bisschen mit, aber es ist wahrscheinlich ziemlich langweilig für euch. Deswegen filme ich da dann nicht mehr sehr viel mit. Aber ja, vielleicht mache ich später auch noch Hobbyhorsing, wenn das mit dem Reiten nicht klappt, weil das ist ziemlich kurzfristig, weil mein Reitlehrer ist nicht rangegangen, beziehungsweise der Besitzer der Pferde. Sonst wäre ich ausreiten gegangen. Also ich muss dann nochmal persönlich nachfragen, wenn ich da bin.
Aber das wird sich dann herausstellen. Und ich hole jetzt kurz mein Haarband. Also ich habe jetzt mein Haarband. Ist richtig eng geworden und ich habe es letztens noch nicht zu heiß gewaschen. Passt. So, ich habe jetzt hier meine Creme und die trage ich jetzt auf. Oh, sieht man das? Hilfe. So viel müsste reichen, weil ich mache nicht sonderlich viel drauf. Also, ja. Ich habe jetzt hier drauf ein bisschen Feuchtigkeitscreme und ich verteile das jetzt einfach so ein bisschen, dass meine Unreinheiten und Pickel ein bisschen verschwinden, weil das hilft irgendwie sehr gut. Habe ich letztens gemerkt. Und dann probieren wir das jetzt aus. Also ich mache das jetzt. Also, so passt es jetzt. Wo ist jetzt die Haarbürste hin? Ich bin gleich wieder da. Hab sie gefunden. So. Mein Scheitel passt einigermaßen. Mache ich mir dann einen Zopf. Ich will ihn ziemlich hoch bekommen. Aber dabei filme ich jetzt nicht, weil das würde sonst zu lange dauern. Also einen Zopf habe ich jetzt schon. So sieht der aus. Ich hoffe, er sieht hinten nicht scheiße aus, weil ich habe keinen zweiten Spiegel. Oh. Hilfe, weil ich habe keinen zweiten Spiegel da. Ich mache jetzt mit der Klammer meine Haare hinten fest. Und ich hoffe einfach, dass es gut aussieht. Oh gut. Jetzt ist sie fest. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Sieht gut aus? Ich weiß es nicht. Also, ich probiere es wieder. Also ich glaube, es müsste jetzt langsam reichen, weil ich putze jetzt schon 3 Minuten. Und ja, es gibt eine kleine Planänderung. Und zwar werde ich jetzt auch nochmal rausgehen. Und zwar werde ich ein bisschen mit meinem Hobbyhorse und einen Schrittausritt machen. Und zwar, ich weiß noch nicht mit wem, aber ich glaube, ich werde Black Beauty dazu nehmen, weil ich ihn schon länger nicht mehr geritten bin. Und ja, dann schaue ich mal, weil ich gehe mit meiner kleinen Schwester jetzt. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt mit ihr dann ausreiten. Also sie geht halt ohne Hobbyhorse. Aber zuerst machen wir jetzt zusammen meine Adventskalender auf, weil ich habe die natürlich noch nicht aufgemacht. Weil ich wollte das unbedingt im Vlog machen. Und tut mir echt leid. Es ist jetzt ziemlich dunkel. Ich gehe in mein Zimmer. So, und zwar waren die Adventskalender unten. Aber ich mache die jetzt mit euch auf. Hilfe. Ich mache den jetzt mit euch auf. Und zwar ist heute der 16. Habe ich gestern schon aufgemacht? Nee, oder? Gestern war der 15. Doch, gestern habe ich aufgemacht. Heute ist der 16., da machen wir das jetzt auch zusammen auf. Also hier sieht man das. Hier ist der Adventskalender. Ich liebe den, der ist so toll. Also ich habe letztens ja auch einen Shot dazu gedreht, wie ich ihn aufgemacht habe. Aber jetzt machen wir den hier auf.
Und da sind Leckerchen drin, oder? Kann ich dann heute gleich... Oh, upsie. Kann ich dann heute auch gleich für die Pferde benutzen. Aber natürlich habe ich meinen Beutel mit den Leckerchen bei meinem Vater vergessen. Deswegen... Oh, upsie. Muss er heute mit 3 Stück auskommen. I'm sorry, Bro. Aber ich habe auch noch andere Leckerchen. Aber ich will mal ausprobieren, wie die hier eben schmecken. Oder ihr beiden. Weil das sind so grüne, so. Ja. Ich stehe da drauf. Sparrowline? Glaube ich, wird das ausgesprochen. Ich habe keinen Plan. Aber auf jeden Fall sehen die so aus. Und die tue ich jetzt wieder zurück in den Beutel. Und dann gehe ich mein Hobbyhaus fertig machen. War Hilfe. Also dann, bis gleich. Also ich habe ihn jetzt schon soweit fertig gemacht. Ich habe das nicht mitgefilmt, weil das sonst zu lange dauern würde. Weil ich will ja dann auch noch ein bisschen was vom Reiten und so mitfilmen. Also dann sehen wir uns draußen wieder. Also wir gehen jetzt raus. Hier ist auch Sonne. Okay, jetzt wird's runterschieben. Ja, meine kleine Schwester ist mit einem Roller dabei. Ich kann den auch mal zeigen. Hier ist ihr kleiner Roller. Das ist sie. Und wir gehen jetzt zu den Pferdis. Und ich will mal die Reaction von den Pferdis auf mein Hobbyhaus sehen. Ich bin sehr gespannt, was die dazu sagen werden. Und ja. Gut. Also ich bin... Ein Rollerbling. Also wir sind jetzt bei den Pferden angekommen. Und ja. Ich habe sie gerade schon fertig gekocht, also ihn hier, in dem Fall ihn. Ich bin eigentlich fast fertig. Hier mache ich noch ein bisschen was weg. Hier zum Beispiel, ja. Cool. Du bist da oben. Ja, aber eigentlich im Großen und Ganzen sieht er ganz gut aus. Also ich mache der Julina jetzt ihr Pad hier drauf. Also das ist der Sattelgurt. Das ist noch ein Sattelgurt hier. Ich mal hier drauf. Aber ich mache der Julina jetzt erstmal ihr Pad drauf. Leute, es tut mir so leid, aber die anderen Videos, die meine Mutter von mir beim Reiten gemacht haben, kann ich irgendwie nie übertragen, obwohl sie in meiner Galerie sind. Tut mir echt leid, aber jetzt geht's. Also ich bin jetzt hier auf der Weihnachtsfeier. Und ja, ich habe auch meine Kürbiscremesuppe. Und ich filme weiter, wenn ich fertig bin mit Essen. Bild, was ihr seht, habe ich auf der Weihnachtsfeier gemacht. Und das Outro habe ich vergessen, da bei der Weihnachtsfeier zu drehen. Deswegen habe ich es provisorisch aus dem Schnitt gedreht. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Hi, hier bin ich nochmal so aus dem Schnitt, weil ich habe leider vergessen, ein Outro zu drehen. Und deswegen sage ich das jetzt einfach. Und zwar, die Feier war mega toll, mega, mega, mega toll. Es gab eine Verlosung und so ein Fake-Nikolaus kam halt und das war mega cool. Wir haben auch Sachen gewonnen, aber die kann ich jetzt nicht zeigen, weil das soll nicht so lang werden, das Outro. Und ja, deswegen hätte ich auch schon gesagt, das war's mit dem Video, also mit meinem ersten Vlog. Und dann hätte ich mich auch schon wieder verabschiedet. Tschüssi!